Also ich glaube, wie jeder andere, ich bin mit 6 Jahren zu Sturm gekommen, habe alle Jugendabteilungen durchgemacht und dann bei der Amateure habe ich eine sehr gute Saison gespielt und dann bin ich zu den Profis hochgekommen und ja, und dann ist mir eigentlich der Durchbruch gelungen unter Mischa Petrovic. Das hat sich so ergeben, also ich habe von Anfang an immer im Mittel gespielt, von klein auf und ja, also bis jetzt eigentlich, so ist es eigentlich weitergegangen und ja, ich fühle mich am wohlsten im Mittelfeld. Red Bull, also ist ein ganz besonderer Verein, vor allem das Umfeld ist hervorragend da, es ist eine schöne Stadt hier, sind immer nette Leute hier, vor allem tolle Mitspieler auch und ja, also es ist ein sehr guter Verein. Am liebsten Barcelona, also mit ihrem Kurzpassspiel immer und ja, das taugt mir am meisten, also. Am Werkzeug machen, das habe ich gelernt 5 Jahre und ja, das würde ich höchstwahrscheinlich machen, wenn ich kein Fußballer geworden wäre. Natürlich wäre eine große Chance, aber natürlich braucht man sehr gute Spieler auch so wie letzte Quali auch vor allem zu Hause und ja, das müssen wir auch jetzt umsetzen, dass wir dieses Ziel erreichen, Frankreich. Und ja, ich bin positiv, dass wir das Ziel erschaffen auch. So kein besonderes Land, also schauen wir die Spiele an und ja, mir ist eigentlich egal, wer Weltmeister wird. Hauptsächlich mit der Familie, vor allem mit der Kleinen, aber das Unternehmen am Spielplatz oder sonst was und ja. Mit der Familie hauptsächlich. Das ist nicht mein erstes Spiel, also nicht mit so einem besonderen Gefühl. Aber natürlich ist es immer schön, gegen Sturm zu spielen, aber es ist wie jedes andere, 3 Punkte holen und dann fertig einfach.